Vermisst du die alte Zeit oder bist du zufrieden? Was macht die Liebe? Kritisches Thema. Ja, das ist irgendwie so ein Song, der geht darum, dass hoffentlich irgendwann einfach alles besser ist. Okay, let's go. Let's do it, Leute. Herzlich willkommen zu dem ersten Video in 2023. Happy New Year natürlich auch an der Stelle an alle Leute. Boah, Alter, jedes Mal YouTube-Video drehen ist Aufregung pur irgendwie. Aber ich habe mega, mega Bock. Ich habe ein paar richtig, richtig nice Fragen ausgesucht. Vielen Dank an alle Leute, die auf Instagram Fragen gestellt haben. Ja, letztes Q&A ist so 4-5 Monate her jetzt. Seitdem hat sich natürlich auch wieder so ein bisschen was getan. Deswegen würde ich sagen, lass einfach direkt mit der ersten Frage starten. Geht es dir gut? Also wirklich. Und es gab ganz viele Fragen, die die Frage genau auf diese Art und Weise gestellt haben. Wie geht es dir ganz ehrlich mental? Wie geht es dir wirklich? Und ich appreciate das erstmal mega krass, dass ihr da so ernsthaft danach fragt. Deswegen erstmal schon mal vielen Dank. Und ich kann es auch verstehen, weil Social Media und so weiß man ja immer nicht so ganz, wie real das alles wirklich ist. Aber jetzt gerade kann ich auf jeden Fall sagen, so 2023, jetzt so Jahresstart und so, geht mir richtig gut. Irgendwie der Jahresstart gibt mir eigentlich immer so einen gewissen Kick. Das war die ganzen letzten paar Jahre so. Dafür ist bei mir aber irgendwie auch echt immer so ein bisschen die Realität, dass November und Dezember immer entweder super, super scheiße sind oder irgendwie gerade so klar gehen. Jetzt 2022 kam ich irgendwie so durch, aber es war irgendwie schon tough. Irgendwie, man hat immer Druck, man hat immer dieses Weihnachtsgeschäft-Business irgendwie im Kopf. Dann im Januar habe ich immer so das Gefühl, es fällt so voll die Last von einem und man gewinnt so einen Drive dadurch, dass man sich irgendwie so vorstellen kann, boah geil, was kann man in diesem Jahr jetzt alles irgendwie schaffen und so. Deswegen jetzt gerade geht's mir gut. Ich habe Bock aufs Jahr. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da so ehrlich nachfragt. Kommst du wieder auf YouTube? Und eine andere Frage, kommen noch mehr Gehirnzellen verbrennende Satzbauvideos? Insgesamt übergreifend würde ich diese zwei Fragen einfach quasi einordnen als, machst du jetzt wieder Content? Bist du jetzt wieder da? Bist du wieder active? Und das ist jetzt für mich in diesem Jahr wirklich eine Sache, die halt wirklich ganz, ganz, ganz oben steht, dass ich insgesamt einfach, wie ich es beschreiben würde, 2022 war einfach ein Jahr für mich, für Simon und 2023 wird einfach wieder ein Jahr für uns, für Content, für die Außenwelt und so weiter. Produzierst du neue Lieder in diesem Jahr 2023? Boom! Die Frage, auf die ich am allermeisten Bock habe. Bin jetzt gerade im Januar schon echt in ein paar Sessions schon gewesen. Also das Jahr hat direkt strong gestartet, was das angeht. Und auch im letzten Jahr habe ich endlich angefangen, mehr Sessions zu machen. Und da ist auch mehr Musik entstanden. Ja, ich dachte mir, ich sage euch auch einfach mal ein paar Sachen. So richtig auf random. Es ist für mich, glaube ich, wirklich das Weirdeste der Welt, jetzt einfach mal so Songs zu zeigen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, ich muss einfach mal damit anfangen. Ich habe die ganzen letzten 3 Jahre Musik gemacht. Und ich habe einfach immer so, es war wie so eine Schutzbubble, die ich drumherum machen wollte. Aber ich habe das Gefühl, jetzt ist wirklich ein Zeitpunkt erreicht. Da wäre es jetzt wirklich einfach nur noch Comfort Zone und Fear und Angst vor Judgment. Was auch immer, wenn ich jetzt nicht mal irgendwie diesen Schritt machen würde. Deswegen, let's go. Also ob ich das jetzt mal. Okay, also ich zeige euch jetzt 3 Songs. Ich sage euch noch nicht, wie die heißen, aber ich sage euch auf jeden Fall, worum die gehen und so weiter. Und ihr könnt einfach mal dann kommentieren, was ihr dazu denkt. Junge, ich werde so aufgeregt gerade. Ach, Junge. Aber wir stehen jetzt zusammen durch, Leute. Also ja, sagt mir gerne, was ihr denkt und welchen davon ihr fühlt und so. Der erste Song handelt davon, dass ich alt geworden bin und einfach jetzt so ein richtig alter Sack bin. Und wie man damit umgeht, älter zu werden. Okay, let's go. Wo ist mein Spielbild und was hast du mit ihm gemacht? Wann seh ich wieder mich und komm dir zurück, was mal da? Okay. Bis dahin und nicht weiter. Das war erstmal der erste. Dann kommen wir einfach direkt zum zweiten. Lass gar nicht lange fackeln. Und ja, das ist irgendwie so ein Song, der geht darum, dass hoffentlich irgendwann einfach alles besser ist. Ich glaube, das ist so das Thema. Leute, es tut mir leid, wirklich. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ihr könnt das mit mir durchstehen, okay? So, Song Nummer 2. Let's go. Bin so weit gegangen, stehe trotzdem noch am Anfang. Ich weiß, dass übermorgen geil wird, aber wie soll ich morgen überstehen? Ich weiß, dass übermorgen die Welt auf mich wartet, wenn ich morgen überlebe. Okay, den machen wir mal so weit. Es soll ja spannend bleiben. So, das heißt, wir kommen zum dritten Song und der ist eigentlich relativ ähnlich vom Thema. Der ist auch so, alles ist gerade irgendwie echt scheiße und hart, aber er hat schon auch so einen gewissen Blick auf die Hoffnung, dass alles irgendwann besser wird. Im falschen Film wird auch ein Segen zum Fluch. Mein Leben sucht Drehungen. Wann kommt der Tag? Hierhin. Das sind die 3 Songs. Ich würde sagen, die zeige ich erstmal. Es gibt natürlich Unmengen an weiteren Songs, aber das sind so 3, wo ich denke, die geben irgendwie so ein ganz gutes Bild davon, wo ich jetzt nach diesen 3 Jahren musikalisch so hingewandert bin. Ja, das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt, zu welchem ihr vielleicht welche Gedanken habt und so. Oder welcher euer Favorite ist. Deswegen bin ich wirklich mega gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir kommen zur nächsten Frage. Kommt Musik oder eventuell sogar Live-Auftritte? Ja, also über Musik haben wir gerade gesprochen. Da sieht es an der Front eigentlich ganz gut aus. Und Live-Auftritte technisch eigentlich auch, weil ich jetzt im Dezember dann auch mal so richtige Bandproben hatte. Mit richtig coolen Leuten einmal Sascha, dem Drummer, dann einmal Cleo, die richtig geile Backing-Vocals da bei der Probe einfach mal so gesungen hat und das haben wir einfach richtig geil einstudiert. Leon natürlich on the Guitar. Wir hatten auch einen Bassisten da, aber der war hier in der Aufnahme jetzt leider nicht dabei. Aber es hat auf jeden Fall wirklich geisteskrank Bock gemacht. Das waren 2 Tage, die wirklich einfach so voller, einfach so nice musikalische Energy waren. Ich will unbedingt auf die Bühne, das ist einfach so das, was ich wirklich am allermeisten einfach gerade auch exciting finde. Deswegen gucke ich da natürlich auch, dass ich euch da auf dem Laufenden halte, natürlich auch irgendwie sonst auf Instagram in der Story und so. Und ja, ich hoffe, dass ihr jetzt auch nach den Hörproben trotzdem noch weiterhin sagen würdet, so dass ihr dann irgendwie mal zu einer Live-Show hinkommen würdet, weil das war wirklich was mich letztes Q&A, also
das letztes Jahr wirklich komplett geschockt hat. Wie viele von euch geschrieben haben, so, ja man, safe, würde ich auf ein Konzert gehen und so. Das ist die kränkeste Vorstellung für mich. Und das ist natürlich auch einfach der größte Dream, wirklich euch dann auch alle in Real Life zu treffen und so. Deswegen mal schauen, ich würde die Frage mit hoffentlich beantworten. Was sind aktuell deine größten Träume? Ich würde sagen, ich habe eigentlich nur einen ganz konkreten Traum gerade, der jetzt inzwischen wirklich eigentlich so das Einzige ist, was mich wirklich interessiert. Und zwar einfach diesen Shit hier, den ich mache, mit allem, was dazu gehört, einfach weitermachen zu können. Ich habe irgendwie über die letzten Monate so eine krasse Dankbarkeit entwickelt darüber, dass das wirklich einfach meine Tätigkeit ist. Seit 8 Jahren, dass ich davon lebe, Videos zu machen, Comedy zu machen, irgendwie meine eigenen Ideen irgendwie umsetzen und so. Und dass ich dann auch noch die Zeit habe, mich musikalisch irgendwie zu entwickeln und das dann finanziell auch irgendwie alles jetzt zumindest in den ganzen letzten Jahren ja immer irgendwie gemanagt bekommen habe, dass das alles auch wirklich irgendwie funktioniert. Und eigentlich ist das halt wirklich einfach so ein unfassbares Blessing, wo ich, glaube ich, nie so richtig begreifen werde, wie intens das einfach wirklich ist. Hätte ich halt, Alter, hätte ich halt wirklich so mit 13, 14 mir das vorgestellt, das wäre einfach wirklich absurd. Deswegen ist mein größter Traum, das wirklich einfach weitermachen zu können und halt deutlich mehr noch irgendwie wirklich so Live-Shit zu machen, auf die Bühne zu gehen, mit einer Band spielen. Dann und top dazu, das alles aber auch in geiles Entertainment zu verpacken. Ich will unbedingt, wenn ich dann irgendwie mit der Band dann unterwegs bin und so, unbedingt dann auch irgendwie so dummen Comedy-Scheiß mit dieser Band machen und so, da habe ich wirklich so geistig keinen Bock drauf. Da kommt da für mich, glaube ich, wirklich so alles zusammen, was ich einfach liebe und so. That's the dream. Just do it till I die. Wenn du jetzt zurückblickst, was würdest du anders machen? Also jetzt lenken wir den Fokus mal so ein bisschen von der Zukunft weg und gucken mal so ein bisschen auf die Vergangenheit. Das finde ich nämlich auch eine sehr, sehr wichtige Frage und Reflexion und so finde ich auch einfach echt ein wichtiges Ding. Gerade jetzt im Dezember habe ich mir die Frage wirklich oft gestellt, gerade natürlich im Hinblick auf die letzten 3 Jahre, wo ich einfach sehr viele Entscheidungen getroffen habe, die quasi gegen alle Regeln gehen, die alle Social Media Experten einem sagen. Irgendwie so, yo, sei aktiv, nimm dir keine Pausen, bla bla. Ich habe all das gemacht. Ich habe wirklich das Schlimmste für alle meine Kanäle gemacht, was man irgendwie, sag ich mal, als YouTuber, Influencer, whatever, für seine Kanäle machen kann. Die Folgen, was Reichweite angeht und so, die sind ja auch wirklich sichtbar. Aber ich kam auch da jetzt wirklich zu der Conclusion, dass es, glaube ich, alles genau richtig war, weil einfach die persönliche Entwicklung und irgendwie so die mentale Entwicklung und so, glaube ich, einfach wirklich am Ende des Tages so viel wichtiger ist als jegliche Entwicklung von öffentlichem Erfolg und öffentlichem Dasein, Präsenz, bla bla. Es ist leider wirklich in dieser Branche so viel so, dass Leute einfach psychisch so hart unter diesem ganzen Shit leiden. Und ich habe echt das Gefühl, es war für mich einfach mega wichtig, mir diese ganze Zeit zu nehmen. Einmal für mich und für die musikalische Entwicklung. Ich fühle mich jetzt einfach ready, quasi irgendwie für so eine Art Neustart einfach. Ich fühle mich jetzt ready für den Long Run und das ist, glaube ich, echt gut. Deswegen würde ich nichts ändern. Ich würde nichts anders machen. Die nächste Frage ist relativ ähnlich, aber dann doch irgendwo sehr anders. Vermisst du die alte Zeit? Oder bist du zufrieden? Ich bin zwar zufrieden, ich bin auf jeden Fall mega happy. Ich habe wirklich hier ein wundervolles irgendwie so Setting jetzt halt hier in Berlin. Leon ist wirklich ein richtig geiler Mitbewohner. Wir haben ein richtig geiles WG-Leben hier und so. Ich stehe jeden Tag gerade auf und habe irgendwie Bock auf das, was irgendwie jetzt gerade ansteht. Bin grundsätzlich einfach irgendwie happy und erfüllt. Aber ich vermisse trotzdem auf jeden Fall die alte Zeit. Das muss ich auf jeden Fall voll ehrlich sagen. Gar nicht unbedingt jetzt, weil damals irgendwie, sag ich mal, dann irgendwie der Erfolg so viel krasser war oder so. Das ist schon natürlich auch eine Komponente. So muss man auf jeden Fall gar nicht rumlügen. Aber vor allem, wie sich einfach Social Media verändert hat, ist einfach für mich immer wieder echt irgendwie so eine harte Nuss to swallow oder wie man das irgendwie nennt. Damals war es ja wirklich einfach so, man macht YouTube und man lädt 1 bis 2 Videos irgendwie die Woche hoch und dann ist man irgendwie happy und ist in einem geilen Grind und sowas. Und dann seit 2017, wo halt Insta-Stories quasi entstanden sind, da ist es einfach mehr und mehr jetzt irgendwie so zu so einem Ding geworden, dass man einfach wirklich jeden Tag da sein muss, jeden Tag irgendwie Output bringen muss und so. Und es ist einfach nicht möglich, innerhalb von einem Tag irgendwie so den kreativen Shit zu erschaffen, den man zum Beispiel einfach mit einer Woche Zeit irgendwie machen kann. Das heißt, man hat einfach nicht mehr so viel Zeit für die Liebe zum Detail, man hat super, super, super viel Druck. Und gerade jetzt wirklich diese ganzen neuen Algorithmen von den ganzen Shortform-Plattformen, die finde ich halt wirklich tough. Also so spannend ich auf der einen Seite finde, dass man einfach mit jedem Scheiß plötzlich viral gehen kann und so, finde ich auf der anderen Seite auch wirklich irgendwie so hart und so frustrierend. Auch bei mir selber irgendwie. Im Dezember ist dann plötzlich irgendwie so dieses random Video so auf allen Plattformen viral gegangen, wo ich einfach so diese random Getränke durchmische. Ich denke mir so, wow, geil, dass alle Leute jetzt so das sehen und irgendwie all möglichen anderen Stuff irgendwie weniger und so. Das finde ich schon einfach hart. Deswegen vermisse ich so ein bisschen so die alte Zeit, wie YouTube irgendwie damals war und so. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, es bringt auch nichts, irgendwie darauf rumzuduellen. Ich bin super dankbar dafür, dass ich diese Zeit erleben durfte und dass ich einfach irgendwie groß geworden bin, als es YouTube noch gar nicht so richtig gab und es noch super nerdy war und so. Und ich habe irgendwie all diese ganzen wundervollen Phasen erlebt und dafür bin ich irgendwie mega dankbar. Und auch jetzt, die aktuelle Phase, hat irgendwie natürlich ihre Vorteile, ihre Chancen und so, ihre Sachen, die mich excited machen und so. Und deswegen bin ich voll am Start, wie gesagt, auch dieses Jahr jetzt voll Gas zu geben, voll durchzuballern und so, wieder richtig nice was aufzubauen und dann eben auch früher oder später mit Musik hoffentlich irgendwie so einen richtig nice neuen Grind zu haben. Und ja, ich finde, vermissen ist immer an sich eigentlich irgendwas Doofes. Ich mag es immer nostalgisch, auf irgendwas zurückzublicken und einfach irgendwie daran zu schwelgen und so. Das ist irgendwie eher so mein Ansatz. Was macht die Liebe? Kritisches Thema. Eigentlich irgendwie an sich nicht viel. Irgendwie rede ich mir zumindest immer die ganze Zeit ein. Aber so richtig war es diese Aussage auch nicht. Also war es das letzte Jahr auch auf jeden Fall auch keine Nonne oder wie es heißt. Also insgesamt weiß ich nicht so ganz, wo ich bei dem Thema wirklich so ganz genau stehe. Ich glaube, irgendwann wird bei mir schon auch irgendwie dieser Drive beginnen, dass ich da wirklich auch mal gucken will, okay, will man da mal irgendwas finden, was dann auch ein bisschen langfristig ist und vielleicht mal irgendwie, wo man dann irgendwie 10 Kinder in die Welt setzt oder sowas. Aber aktuell mache ich mir da auf jeden Fall echt noch nicht so den Druck. Und ich bin auch echt mega, mega happy, so wie es an sich irgendwie gerade läuft. Also es soll jetzt gar nicht weird klingen, aber so der Fact, dass man so in einer WG wohnt und so, erzeugt schon irgendwie ein Szenario, wo man sich jetzt nicht
nicht einsam fühlt oder so. Ich finde es wirklich so weird, über solche Themen zu reden, aber das ist auf jeden Fall mein Standpunkt dazu. Gehörst du zu LGBT, also LGBTQ? Und ich weiß gar nicht, ob ich da bisher irgendwie schon mal so großartig drüber geredet habe. Ich bin auf jeden Fall hetero. Aber ganz grundsätzlich, generell für alle Dinge gilt für mich ganz klar, dass man das Leben so leben soll, wie man das selber will und wie man selber fühlt und welche Verlangen man selber innen drin spürt. Und da gehört alles rund um Sexualität, Identifikation und so komplett dazu. Deswegen natürlich nichts als Liebe für alles rund um LGBTQ. Ich finde es hammer, dass diese Bewegung stattfindet. Ich finde es hammer, wie viel Energy da aktuell irgendwie und wie viel Aufmerksamkeit da gerade drauf ist und dass diese Entwicklung einfach so vorangeht. Ja, ich finde schon auch, dass es sehr, 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 sehr vercrackt ist, das irgendwie anders zu sehen. Und jetzt so Richtung Ende nochmal eine sehr nice Frage, und zwar, wie würdest du deine Community beschreiben? Und das habe ich ja letztes Jahr im Q&A auch schon echt betont, dass ich es einfach wirklich crazy finde, was die einfach für eine treue, herzliche und irgendwie liebe Community und so seid. Ich denke eigentlich so, warum eigentlich? Weil alles, was ich die ganzen letzten Jahre gemacht habe, war ja auch teilweise so wild und so drüber und so. Also ich habe es fast voll gefeiert, aber so Willboy oder irgendwie sowas. Das waren einfach alles so verrückte Sachen. Ich habe das Gefühl, dass diese ganze Community, die sich hier gebildet hat, einfach irgendwie voll auch irgendwie smart ist und auch irgendwie tiefgründig und so. Und ich habe halt einfach das Gefühl, ich kann mit euch so voll auf Augenhöhe quatschen, so voll ehrlich, irgendwie so überhaupt der Fact, so, keine Ahnung, dass ich euch jetzt irgendwie da solche Songs zeige und so. Ich habe einfach das Gefühl, ihr werdet das jetzt nicht irgendwie in Grund und Boden judgen. Ihr werdet jetzt nicht schreiben, so, ah, Digga, voll der Rotz, mach mal was anderes oder so. Hier und da gibt es natürlich dann irgendwie solche Kommentare, aber die zähle ich auch gar nicht so zu der Community. Aber ja, deswegen, keine Ahnung, wenn ich es in drei Worten machen müsste, würde ich sagen, übelst loyal und irgendwie einfach wirklich freundlich und nice und so. Dann trotzdem aber auch einfach irgendwie funny und humorvoll und so. Ich glaube, ansonsten würde das alles hier auch eh überhaupt nicht funktionieren so. Aber auch wie mega oft ich irgendwie so über Kommentare lachen muss und über DMs und so. Also das ist einfach immer funny. Hey, bist du live? Ja, ich bin on camera. Ich habe gerade das dritte Wort, was ich für die Community beschreiben würde. Ich würde sagen so smart oder so. Was würdest du sagen als drittes Wort für die Community beschreiben? Digga, hast du gerade gepennt? Viel zu groß. Viel zu groß? Ja, viel zu groß. Ich geh mal woanders hin. So wie du, weil du einfach aus dem Bild raus bist. Willst du einmal reingucken? Ne? Ja. Ja, leer. Ich muss pissen und das Klo ist leider da. Auch immer nachts, wenn du da vorbeiläufst. Ja, voll. Denke ich immer so, scheiße, Mann, der stirbt mich beim Pissen. Das ist extra laut, ich kann mir die Tür so zu. Ja, ja, das ist traurig. Und das bringt uns auch schon zur letzten Frage, und zwar ist das hier die letzte Frage. Die Antwort ist ja, das ist die letzte Frage, das sind jetzt erstmal alle, die ich rausgesucht habe. Ich habe das Gefühl, das sind einfach erstmal so die ganzen Punkte, über die ich jetzt so zum Jahresstart mal quatschen wollte, was dieses ganze Jahr angeht. Ich liebe tatsächlich irgendwie so Q&A-Format, ich finde, das ist so ein richtig geiles, offenes Quatschen und so. Deswegen mal schauen, ob ich vielleicht irgendwie irgendwann dieses Jahr nochmal Q&A mache, wenn sich dann wieder ein paar Dinge irgendwie so geupdatet haben und so. Vielen, vielen, vielen Dank für eure ganzen Fragen und vielen Dank, dass ihr so lebendig irgendwie da am Start seid. Und wenn ihr auch jetzt bis hier geguckt habt, dann auch dafür vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir werden ganz viel voneinander haben. Ich hoffe, wir werden uns in live sehen. Ich wünsche euch natürlich auch jetzt für dieses Jahr alles Beste. Ja, ich würde sagen, lasst uns dieses Jahr zusammen abonnieren.